Jeder kennt das aus seinem Leben. Egal in welcher Krise wir stecken, sei es Misserfolg, Burnout, Ängste und Sorgen bis hin zur Depression oder allgemeine Unzufriedenheit. Wir sind ständig auf der Suche nach einem erfüllteren Leben. Doch was ist im Leben wirklich wichtig? Ein toller Job? Viel Geld auf dem Bankkonto? Ein großes Haus und ein schöner Wagen in der Einfahrt? Oder sind es vielleicht weniger die materiellen Dinge wie enge Freundschaften, eine innige Liebesbeziehung oder das Großziehen eigener Kinder? Wir Menschen sind schon eigenartig. Wir alle sind auf der Suche nach Erfüllung, jagen unseren Träumen hinterher und stellen am Ende trotzdem fest, dass uns irgendwas tief im Herzen fehlt. Egal wie erfolgreich wir werden würden, egal wie viele Glücksgefühle wir tanken mögen und ganz egal wie viele wundervolle Menschen wir anziehen könnten, wenn uns diese eine Sache im Herzen fehlt, werden wir nie erfahren, was wahres Glück, was wahrer Reichtum und wahre Liebe wirklich bedeuten. Was ist diese eine Sache? Was erfüllt uns wirklich? Es ist etwas, das wir seit unserer Kindheit vergessen haben. Ein kleiner Funke, der tief in uns schlummert, aber unser ganzes Herz zum Leuchten bringen kann. Ganz egal, in welcher Lebenskrise du dich vielleicht befindest, dieses Etwas, dieses Bewusstsein hilft dir, aus deinem Verstand auszubrechen und dich daran zu erinnern, wer du wirklich bist, was dein Sinn des Lebens ist und wie du im Hier und Jetzt wahres Glück erfahren kannst. Wir bei Higher Mind helfen dir dabei, aufzuwachen. Wir geben dir Werkzeuge wie Online-Videokurse, geführte Meditationen oder inspirierende Beiträge mit an die Hand, um die Grenzen deines Verstandes zu sprengen und dein Bewusstsein zu erweitern. Wenn du hinter die Ego-Illusion blicken kannst, fühlst du dich nicht nur verbunden mit deinem Leben, deinen Mitmenschen und deinem wahren Sein, sondern du kannst damit beginnen, zum Architekten deines eigenen Lebens zu werden. Werde jetzt Teil unserer Community und gehe mit tausenden Menschen den Weg zu unserem höheren Selbst, zum Higher Mind.